Buchlinge, willkommen zu meinem diesjährigen Weihnachtsspecial. In der letzten Podcast-Folge habe ich ja bereits so eine Andeutung gemacht. Und zwar gibt es in diesem Jahr, um genau zu sein, im Grunde zwei Weihnachtsspecials. Zum einen für die Leute, die lieber schriftliche Adventskalender mögen, habe ich einen Kurzgeschichten-Adventskalender beziehungsweise eine Geschichte mit 24 Kapiteln. Die Infos dazu findet ihr unten in der Infobox. Und für euch, liebe Podcast-Hörer, habe ich mir etwas Besonderes ausgedacht. Und zwar gibt es an jedem Adventssonntag einen kleinen weihnachtlichen Hörbuchtipp beziehungsweise eine Podcast-Folge, in der ich euch zwei Hörbücher vorstelle, die man in der Weihnachtszeit hören kann beziehungsweise die für die Weihnachtszeit geeignet sind. In dieser Podcast-Folge stelle ich euch zwei Rezensionsexemplare vor. Ich weiß noch nicht genau, ob das auch die einzigen beiden Rezensionsexemplar-Podcast-Folgen bleiben. Wir werden es sehen. Jedenfalls wurden mir die beiden Rezensionsexemplare vom Hörverlag zur Verfügung gestellt. Und vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Wir springen jetzt zu Hörbuch Nummer 1. Ein kurzes PS an dieser Stelle. Ich hoffe, der Lärm im Hintergrund ist nicht so laut. Unten wird nämlich in der Küche gewerkelt. Aber ich möchte die Podcast-Folge gerne vorbereiten, weil wir heute Mittag eben backen werden. Ich möchte, dass ihr das morgen, also am Adventssonntag, einigermaßen pünktlich zu hören bekommt. Hörbuch Nummer 1 ist eigentlich ein Hörspiel. Und zwar Tod unter Lametta von Kai Magnus Ding. In dieser Geschichte gibt es ein paar mordende Weihnachtsmänner. Und die müssen natürlich gefasst werden, und zwar von Hobbydetektiv Alfons Friedrichsberg. Ihr wisst, was jetzt kommt, die Hörprobe. Ein Weihnachtsmann fällt aus heiterem Himmel in eine Kutsche. Am nächsten Morgen saß Alfons Friedrichsberg beim Frühstück. Da begeisterte ihn immer wieder die Angelegenheit mit der aus dem Himmel gefallenen Leiche durch den Kopf. Dass das mal eine einmalige Geschichte bleibt und keine Serie wird. Doch seine naive Hoffnung wurde alsbald enttäuscht, denn beim Durchblättern der Zeitung fiel sein Blick auf eine Annonce. Wir erfüllen Ihnen jeden Wunsch. Die Todesart bestimmen Sie? Um die Frühstücksruhe war es also geschehen. Friedrichsberg schlüpfte in Hut und Mantel und suchte die Redaktion der Tageszeitung auf. Morgen. Morgen. Sagen Sie mal, wer hat denn diese ominöse Annonce aufgegeben? Die Redakteurin schaute wie faules Obst aus stinkenden Socken. Hier werden hunderte Annoncen aufgegeben. Wir erfüllen Ihnen jeden Wunsch. Die Todesart bestimmen Sie. Hat mir auch nicht alle Tage, oder? Der Weihnachtsmann. Was? Hat die aufgegeben. Nett. Sonst noch was? Hatte der Weihnachtsmann auch einen Namen? Rücken wir nicht raus, Geschäftsvereinbar. Und eine Beschreibung von der Type. Roter Mantel, rote Mütze, Rauschebart. Oh Gott, überrascht mich jetzt nicht. Dann würde ich mich jetzt gerne wieder meiner Arbeit zuwenden. Den Weg hätte ich auch sparen können. Nicht nur den Weg. Aber wo er jetzt schon mal unterwegs war, beschloss Friedrichsberg, ein paar Weihnachtsbesorgungen zu erledigen. Geschenketechnisch. Dann habe ich das auch schon hinter mir. Er fuhr mit der Bahn weiter in die Innenstadt, um bei Schirm, Stock und Hut Wuchter, direkt am Kaiserplatz gelegen, nach einem passenden Geschenk zu suchen. Guten Tag. Guten Tag. Ich brauche einen Schirm. Ja. Als Geschenk. Ja, was darf es denn da sein? Ein Stockschirm. Ja, was haben Sie denn da gedacht? An was Preiswertes. Ja, Farbe, Stoff, Material des Stockes. Unauffällig, vielleicht etwas kariertes. Ja, das Holz. Nein, das Holz aus Holz, der Stoff kariert. Ja, umgekehrt wäre auch Quatsch. Sie sagen es. Oh. Was? Da draußen vor dem Schaufenster am Brunnen. Nein, hier vor Ihnen am Tresen. Entschuldigen Sie, aber schauen Sie doch mal. Da draußen! Friedrichsberg drehte sich herum und sah auf den Platz. Er erblickte eine fünfköpfige Gruppe Weihnachtsmänner, die etwas Schweres in Richtung Kaiserplatzbrunnen schleppten. Ja, die sind gerade aus dem Auto da vorne gestiegen und die sehen aus, ja, als ob die... Die was Böses im Schilde führten. Was laden die denn da ab? Das sind doch Füße! Friedrichsberg öffnete die Ladetüre und trat mit der Schirmverkäuferin ins Feld. Hallo, hey Sie! Was treiben Sie denn da? Die Weihnachtsmänner drehten sich verdutzt zu Alfons Friedrichsberg, beeilten sich nun, in ihr Auto zu gelangen und suchten dann mit quietschenden Reifen das Weite. Zurück ließen sie eine mit einer Lichterkette erdrosselte Tote, die auf ihrem Kopf eine rote Weihnachtsmütze trug. Neben ihr auf dem Boden lag ein Zettel. Verlangen Sie Dr. Borsig? Langsam habe ich ein ungutes Gefühl. Ach, die kenne ich doch.
Die Leiche? Ja, das ist doch die Leiterin dieser Supermarktkette hier. Na, und wenn schon. Wir haben den Weihnachtsmann-Killern bei der Arbeit zugesehen. Und die haben uns gesehen. Entschuldigung, was meinen Sie damit? Ja, nicht, dass ich bei nächster Gelegenheit von einem Christstollen erschlagen werde. Das alles hängt doch zusammen. Der Tote in der Kutsche, die Leiche in der Lichterkette hier und dann diese Annonce. Friedrichsberg kramte sein Mobiltelefon aus der Innentasche seines Mantels hervor und rief bei der Anzeigenabteilung der Tageszeitung an. Ah, Sie erinnern sich, der freundliche dicke Herr, der den Auftraggeber von der Mörderanzeige wissen wollte. Ich habe Ihnen doch gesagt, Namen sind tabu. Sie sagen mir jetzt sofort den Namen von dem Weihnachtsmann, sonst setze ich Ihnen Knecht Ruprecht persönlich auf den Hals. Also. Hey, schon gut, schon gut. Warten Sie mal. Ah, naja, da habe ich ihn. Und, wie heißt er jetzt? Dr. Borsig. Zufrieden? Buchlinge, bevor ich auf den Inhalt von Tod unter Lemmeter eingehe, habe ich noch eine kleine lustige Geschichte für euch. Und zwar wurde mir das Hörbuch in einem E-Mail-Newsletter vorgestellt und ich habe nur den Titel des Hörspiels gelesen und dann ist mir der Name Bastian Pastewka ins Auge gestochen und ich dachte, oh ja, ein Hörbuch, das von Bastian Pastewka gelesen wird. Also habe ich es natürlich bestellt, ohne mich weiter um den Inhalt zu kümmern. Und dann kam das Hörspiel bei mir an und ich war mal wieder völlig überfordert, erstaunt darüber, dass es sich hier um ein Hörspiel handelte. Kommen wir nun aber zum Inhalt. Der Inhalt geht hier ziemlich rasant voran. Also ich konnte neben dem Hörspiel hören nichts großartig anderes machen, weil mich das zu sehr vom Inhalt abgelenkt hat. Also nicht mal sowas in Anführungsstrichen Einfaches wie irgendwelche Texte formatieren ging. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das damit zusammenhängt, dass ich einfach keine Hörspielerfahrung habe oder ob das damit zusammenhängt, dass sich die Geschichte wirklich ziemlich schnell fortbewegt im Vergleich zu anderen Hörspielen. Ich fand die Geschichte an sich auch eigentlich so ein bisschen oberflächlich, aber das hat mich nicht großartig gestört, weil die Charaktere hier einfach so gut beschrieben werden. Und ihr habt es wahrscheinlich schon in der Hörprobe gehört, es gibt einfach jede Menge lustiger Dialoge. Also das Hörspiel hat mich im Großen und Ganzen sehr, sehr gut unterhalten. Kommen wir an dieser Stelle noch so ein bisschen zu den Stilmitteln des Hörspiels. Und zwar gibt es hier, wie ihr in der Hörprobe schon hören konntet, einen Erzähler. Ich glaube, das ist Kai Magnus Ding. Und das Tolle an diesem Stilmittel des Erzählers finde ich hier, dass der Erzähler nicht nur dazu dient, uns Orientierung zu geben, also wo wir uns gerade befinden, sondern dass der Erzähler auch so ein bisschen die Geschichte kommentiert. Somit wirkt der Erzähler auch so ein bisschen lebendig und ist nicht einfach trocken und hat mit der eigentlichen Handlung der Geschichte nicht wirklich etwas zu tun. Wir erleben hier in den Hauptrollen Jochen Malmsheimer und eben in der Nebenrolle Bastian Pastewka. Und die beiden sind wirklich ein tolles Team. Also ich habe ihnen sehr, sehr gerne zugehört und sie haben wirklich eine Menge lustiger Dialoge oder sorgen auch für eine Menge lustiger Szenen. Dann hat das Hörspiel auch so einen tollen Übergang zwischen Geräuschen und Gesprächen. Ich fand, dass die Geräusche ziemlich gut platziert waren und dass es auch keine Stelle gab, an der die Geräusche irgendwie zu laut oder zu penetrant waren. Und es war einfach so ein schön fließender Übergang. Wenn ihr also gerne Krimi-Geschichten hört, in denen es jetzt nicht um eine gut verstrickte Handlung geht, sondern in der die Charaktere im Vordergrund stehen und die Interaktion zwischen den Charakteren für die Unterhaltung sorgt und ihr nebenbei noch eine kleine Einstimmung auf Weihnachten sucht, dann kann ich euch das Hörspiel Tod unter Lametta von Kai Magnus Ding wärmstens empfehlen. Und damit ihr das Hörspiel auch findet, habe ich an dieser Stelle nochmal die Eckdaten für euch. Das Hörspiel Tod unter Lametta von Kai Magnus Ding ist beim Hörverlag erschienen. Es hat eine Laufzeit von 1 Stunde 19 Minuten und kostet 9,99 € in Deutschland. Das zweite Hörbuch, das ich euch nun vorstellen möchte, ist etwas spezieller. Und zwar ist es für alle Fans von Walter Mörs geeignet, die schon mehrere Bücher von Walter Mörs gelesen haben und sich so ein bisschen in seiner zamonischen Welt auskennen. Und zwar heißt das Hörbuch Weihnachten auf der Lindwurmfeste oder Warum ich Hamulimep hasse. Hier hat sich Walter Mörs die Mühe gemacht, einen Brief von Hildegunst vom Mythenmetz zu übersetzen, der seinem Freund von der zamonischen weihnachtlichen Tradition beschreibt, beziehungsweise eben dem Weihnachten der Lindwürmer.
Hamulimep wird an den letzten drei Tagen des Jahres gefeiert, weil die Legende besagt, dass das Hamuli angeblich vor langer Zeit zur Jahreswende aus der Lindwurmspitze gewachsen ist, um das Orm über die Lindwürmer zu bringen. Es gibt aber auch Überlieferungen, nach denen das Hamuli aus der Wüste gekommen oder aus einer Kaktusblüte gefallen sein soll. Anschließend soll es je nach unterschiedlichem Mythos entweder 10.000 Jahre, 100 Wochen oder nur 10 Minuten gelebt haben. Es hat entweder großes Glück oder 12 Belagerungen über die Feste gebracht und ist dann entweder gestorben, im Treibsand versunken oder auf einer unsichtbaren Gemse in den Himmel geritten. Da gehen die Meinungen wieder in alle Richtungen auseinander. Woher der Map kam, ist noch ungewisser. Wenn du mich fragst, lieber Ahmed, dann entsprang er ganz einfach dem Bedürfnis nach einer komischen Nebenfigur in dem ganzen Märchen. Lindwürmer sind nun mal professionelle Schriftsteller und wissen, was das Publikum verlangt. Humor! Daher hat der Map in manchen älteren Überlieferungen einen Buckel oder schiefe Zähne. Oder er schielt, humpelt, hat einen Sprachfehler oder sämtliche Behinderungen auf einmal. Manchmal wird behauptet, er könne kein F aussprechen. Dann wieder, er würde lispeln oder stottern. Derartige Defekte fanden unsensible Leute früher komisch. Und leider ist dies auch heute noch so, da kann man nichts machen. Ich finde, schon der Name klingt irgendwie konstruiert. Als hätten ihn sich zwei Lindwürmer für eine besonders dämliche Nebenfigur ausgedacht. Nennen wir ihn Depp. Zu deutlich. Wie wär's, wenn wir einen Buchstaben austauschen? Was hältst du von Bepp? Klingt nicht gut. Was ist mit Mepp? Das Hamuli und der Map bringen all die Geschenke zur Lindwurmfeste, die exklusiv für diejenigen Lindwurmkinder bestimmt sind, die das ganze Jahr widerspruchslos ihren Dichtpaten gehorcht haben. Die anderen, die ungehorsamen Kinder, bekommen gar keine Geschenke und werden vom Map mit einer Rute aus gebündelten Brenndisteln verdroschen, die man die Hamuli-Rute nennt. Einen Kommentar zu dieser abwegigen pädagogischen Einschüchterungsmethode, mein lieber Ahmed, erspare ich dir und mir, denn das würde wirklich die Grenzen eines Briefes sprengen. Ich erwähne nur noch, dass der Map dem Hamuli die Hamuli-Rute hinterherträgt. Wahrscheinlich nur, damit er selber die Kinder damit vermöbeln kann, denn das Hamuli rührt die Hamuli-Rute nie an, obwohl sie nach ihm benannt ist. Ein Brauch, der voll von abstrusen Widersprüchen ist, wie du siehst. Buchlinge, ich muss an dieser Stelle gestehen, dass ich die Hörprobe nicht ganz so gelungen finde, weil hier eher die negativen Aspekte des Hörbuchs so ein bisschen durchkommen. Aber man soll ja bekanntlich mit den positiven Dingen anfangen und ich würde euch das Hörbuch hier jetzt nicht vorstellen, wenn ich es euch nicht wärmstens empfehlen könnte. Und zwar handelt eben das ganze Hörbuch von diesem Brief, den Hildegunst vom Mythenmetz seinem Freund Ahmed schreibt. Und zum einen lernen wir halt wieder Mythenmetz als Charakter kennen, beziehungsweise bekommen einfach mit, wie sehr er das zermonische Weihnachtsfest abgrundtief hasst. Und das Witzige fand ich, je mehr sich der Charakter quasi über dieses Fest aufgeregt hat, desto mehr Lust bekam ich auf das Fest. Da springe ich jetzt ganz rasant zu Walter Mörs Schreibstil. Er steckt hier einfach so viel Kreativität in dieses Hörbuch, in diesen einen Brief und beschreibt uns dieses zermonische Weihnachtsfest einfach sehr, sehr gut. Es gibt nämlich nicht nur zermonische Traditionen, sondern auch leckere Gerichte. Und ich will an dieser Stelle gar nicht so viele Beispiele mehr bringen, weil das irgendwie die Geschichte auch so ein bisschen nicht kaputt macht, aber euch auch so ein bisschen zu sehr spoilern würde. Ich fand es einfach unglaublich beeindruckend zu beobachten, wie viel Kreativität Walter Mörs einfach in diesen einen Brief steckt und wie detaillierte Gedanken er sich auch um dieses Weihnachtsfest auf der Lindwurmfeste macht. Und an dieser Stelle muss ich auch nochmal auf die Gestaltung des Hörbuchs hinweisen. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, ob Hörbuchverpackung der richtige Ausdruck ist. Mir fällt das richtige Wort jetzt nicht ein. Das ist schon ein bisschen peinlich, oder? Ja doch, ich denke, Hörbuchcover und Booklet trifft es eigentlich ganz gut. Und zwar sind das die beiden Aspekte, die ich bei der Hörbuchrezension oft weglasse, weil ich mir denke, hey, es geht ja eigentlich um den Hörbuchsprecher und Booklet und Cover. Das kann man ja bei Büchern mit einbeziehen, aber doch nicht bei Hörbüchern. Aber hier verhält sich das nämlich etwas anders, weil das Cover unglaublich edel daherkommt. Und zwar sehen wir auf dem Cover eben
ein Berg, der rein theoretisch der Berg sein könnte, auf den die Lindwurmfeste steht. Aber der Berg läuft nach oben hin auch spitz zu, also man könnte es auch mit einem Weihnachtsbaum assoziieren. Der Hintergrund des Hörbuchs, also des Hörbuchcovers, ist dunkel gehalten. Ich glaube entweder schwarz oder dunkelblau. Und es sind auch weiße Punkte darauf vorhanden, die natürlich mit Schnee in Verbindung gebracht werden können. Der Buchtitel steht in goldener, etwas dunkler Schrift über diesem Lindwurmfeste Berg. Und auch wenn man das Booklet aufklappt, also das Hörbuch aufklappt, findet man im Booklet eben noch Hintergrundinfos zu den beschriebenen Dingen. Also von den Dingen, die Walter Mörs in dem Hörbuch beschreibt, eben Bilder von dem angedeuteten Essen, Hamuli-Map-Bäume oder Hamuli-Map'sche Tradition. Ihr merkt, das Hörbuch enthält schon wieder Zungenbrecher. Und da merkt man einfach auch wieder, wie viel Liebe in dieser Gestaltung steckt. Bevor ich zum Hörbuchsprecher Andreas Fröhlich komme, möchte ich noch kurz auf die bereits angedeuteten negativen Aspekte des Hörbuchs eingehen. Und zwar neigt Walter Mörs häufig dazu, so ein bisschen viel zu beschreiben. Und zwar sorgt das dann dafür, dass es länger dauert, bis die Geschichte in Gang kommt? Oder es sorgt eben dafür, dass es hier und da blöde Längen gibt, wo sich die Geister so ein bisschen scheiden? Also die einen feiern diese Längen vielleicht, weil sie denken, toll, wir lernen noch Zamoni ein bisschen besser kennen. Und die anderen sitzen da und gehen und denken sich, wann geht's denn endlich mit der eigentlichen Handlung los? Und an dieser Stelle muss halt gesagt sein, dass es hier eben keine klassische Handlung gibt. Also es gibt so gesehen keinen Protagonisten, der ein Abenteuer erlebt, das sich dann zuspitzt und irgendwann wieder auflöst, sondern es geht eben nur um diesen Brief, den Hildegunst von Mythenmetz seinem Freund Hachmet schreibt. Aber in diesem Brief lernen wir eben so viel über Mythenmetz als Charakter und über das zamunische Weihnachtsfest. Und ich finde, das wertet dieses in Anführungsstrichen Beschreibende, was vielleicht in einem Roman so ein bisschen blöd kommt, wieder total auf, weil wir einfach eben diese Kreativität auf der anderen Seite so toll und ausführlich kennenlernen können. Buchlinge, ich befürchte, dass ich schon viel mehr über Zamonien geredet habe, als über das vorher vorgestellte Hörspiel. Aber an dieser Stelle darf natürlich auch eine kurze Meinung zum Hörbuchsprecher Andreas Fröhlich nicht fehlen. Andreas Fröhlich hat die Zamonienbücher von Dirk Bach quasi übernommen, weil Dirk Bach ja verstorben ist. Und ihr erinnert euch vielleicht noch an letztes Jahr, als ich euch von Prinzessin Julia erzählt habe, und da fiel mir der Einstieg mit Andreas Fröhlich und den Walter Mörs Büchern ja so ein bisschen schwer. Und deswegen hatte ich auch so ein bisschen Angst vor der Lindwurmfeste, weil ich mich gefragt habe, ob ich hier wieder so ein bisschen brauche, um in die Geschichte reinzukommen. Aber ich kann euch oder mich beruhigen, es war überhaupt nicht so. Ich hatte überhaupt keine Probleme, in die Geschichte einzusteigen. Und ich finde, Andreas Fröhlich hat das Hörbuch unglaublich gut gelesen. Und er hatte es hier ja auch ein bisschen schwer, weil er die meiste Zeit einen schlecht gelaunten Lindwurm interpretieren musste, der größtenteils kein gutes Wort an Hamulimap eben auslässt. Zum Schluss erwähnt Hildegunst von Mythenmetz nämlich noch ein paar positive Seiten von Hamulimap. Andreas Fröhlich legt hier genau die richtige Betonung in die Geschichte, schafft es irgendwie, diese grandiosen Zungenbrecher zu entwirren. Da wäre ich so gern dabei gewesen, wie er das Hörbuch eingelesen hätte, ob es da nicht auch so ein paar Verhaspler gab. Und er hat es einfach geschafft, mich so ein bisschen nach Zamonien zu entführen und mich quasi auf die Lindwurmfeste zu schicken und mich das Hamuli-Map erleben zu lassen. Weihnachten auf der Lindwurmfeste kann ich allen Walter Mörs-Fans oder Zamonien-Fans empfehlen, die einfach noch so ein zamonisches Goodie suchen, also so ein bisschen Zusatzwissen über die zamonische Welt und die kein Problem damit haben, wenn es sich hier um blöde, in Anführungsstrichen, Längen handelt, die eigentlich keine Längen sind, weil sie voller Liebe und Kreativität stecken. Kommen wir also nun zu den altbekannten Eckdaten. Das Hörbuch Weihnachten auf der Lindwurmfeste von Walter Mörs ist beim Hörverlag erschienen, und zwar als ungekürzte Lesung. Es liest Andreas Fröhlich. Das Hörbuch hat eine Laufzeit von ca. 1 Stunde und 8 Minuten und kostet in Deutschland 14,99 €. Buchlinge, wir sind am Ende des ersten Advents-Special-Teils angekommen. Und jetzt interessiert mich natürlich, welche Geschichten lest ihr denn so um Weihnachten herum? Habt ihr überhaupt bestimmte Weihnachtsgeschichten oder ist es euch einfach Jacke die Hose, welche Bücher ihr in der Adventszeit lest? Lasst es mir doch gerne in den Kommentaren da und ich freue mich auf euch und hoffe, dass ihr nächste Woche auch wieder reinhört. Thank you.
möchtest die Podcast-Folgen gerne offline hören, dann besuche doch mal meinen Soundcloud-Kanal. Links dazu findest du unten in der Infobox. Ich freue mich.